Wenn dir deine Privatsphäre am Herzen liegt, dann kann ein VPN Sinn machen. Ich habe heute den Nico von Tutorial Center hier dabei und nach diesem Video weißt du, was ein VPN ist und wie du dich damit schützen kannst. Einen VPN könnt ihr euch vorstellen wie eine Art Umleitung. Euer Datentraffic, der nimmt den Weg über einen sogenannten VPN-Server. Und das tut er durch einen Tunnel, in den niemand wirklich hineinschauen kann. Das heißt, eure Daten werden beim Anfragen einer Website nicht direkt an eine Website weitergegeben, sondern ihr geht erst mit den Daten bis hin zum VPN-Server. Dort werden die Daten verschlüsselt, niemand kann sie sehen, anders als beispielsweise bei einem Proxy, und werden erst dann an die richtige Zieladresse weitergeleitet. Und das führt dazu, dass euer Traffic anonym und eure Privatsphäre geschützt wird. Früher stand ein solcher VPN-Server häufig in Unternehmen, heute bieten VPN-Anbieter das in der ganzen Welt an. Aus meiner Sicht hat ein VPN drei große Vorteile. Zum einen kannst du damit Geoblockings umgehen. Das heißt, Streaming-Anbieter wie Netflix haben je nach Land ein unterschiedliches Angebot. Und das heißt, eine Serie wie The Office kannst du hier in Deutschland beispielsweise nicht schauen, aber in Australien schon. Der zweite Vorteil ist mehr Anonymität im Internet. Ich sage aber nicht vollständige Anonymität, denn die hängt immer noch viel mit Cookies und anderen Tracking-Methoden zusammen. Aber deine IP-Adresse ist eine Möglichkeit, wie du im Internet verfolgt werden kannst. Und die verbirgst du sozusagen mit einem VPN. Der dritte Vorteil ist, dass dein Internet-Traffic verschlüsselt wird. Nico hat ja vorhin von der Tunnel-Analogie gesprochen. Und wenn du jetzt zum Beispiel in einem öffentlichen WLAN-Netzwerk bist, dann kann der Inhaber des Cafés sehen, welche Webseiten du alle aufrufst. Und mit einem VPN ist das nicht mehr möglich. Aber wo es Vorteile gibt, da gibt es natürlich auch Nachteile. Und die liegen ziemlich auf der Hand, denn das Ganze kostet meistens Geld. Abgesehen von den kostenlosen Anbietern, von denen wir generell abraten würden. Es sind zwar keine Unsummen, aber 3 bis 10 Euro kosten VPN-Anbieter, die professionell arbeiten, im Schnitt schon. Und du brauchst natürlich Vertrauen zu deinem Anbieter. Zwar kann dich dein Arbeitgeber oder dein Internetanbieter nicht mehr unbedingt so einfach tracken, allerdings könnte es der VPN-Anbieter. Dementsprechend brauchst du Vertrauen gegenüber dem Unternehmen, für das du dich entscheidest. Und zu guter Letzt, die großen Plattformen von Netflix bis Amazon Prime Video, die werden immer besser darin, diese VPNs zu erkennen. Hier können nur die professionellen Anbieter in den meisten Fällen noch Wege drumherum finden, damit du Geoblocking effektiv umgehst. Jetzt weißt du also, was ein VPN ist und was die Vor- und Nachteile von solchen Diensten sind. Wir haben uns außerdem mit Browsern auseinandergesetzt und haben darüber auch ein Video gedreht. Das habe ich auch zusammen mit Nico auf seinem Channel gemacht, auf Tutorial Center, und das kannst du dir gern bei ihm anschauen. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen, denn ein Browser, der ist ein ebenso wichtiger Teil deiner Privatsphäre wie ein VPN. Bis dahin, bleib sicher im Internet.